Ich habe bei Essence Online einige Produkte entdeckt, über die niemand redet, weil niemand sie kennt. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich fühle mich, als wäre ich ein kleiner Engel im Himmel auf den Wolken und der sizilianische Gigolo. Aber ich habe mir hier oben ein paar Brusthaare weggenommen, weil ich dachte, der Vibe stimmt nicht, Freunde. Wow. Hi. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche bisher. Mir geht es gut. Es ist Sonntag, es ist recht früh, aber vor 2 Tagen kam ein Paket, was ich mir bestellt hatte bei Essence und ich bin ein bisschen wütend. Natürlich nicht wütend, aber ich bin ein bisschen schockiert, dass es so viele Produkte online gibt, die irgendwie niemand kennt, weil sie auch natürlich nur online gibt. Und ich möchte mit euch heute über ein paar Produkte von Essence reden, die ich gefunden habe und die meiner Meinung nach ein komplettes eigenes Video wert sind. Ihr habt vielleicht schon das ein oder andere Produkt auf TikTok oder Instagram gesehen. Heute wollte ich euch aber die Farben nochmal zeigen. Ich wollte mit euch genauer über die Produkte sprechen, weil ich glaube, dass da das ein oder andere neue Schätzchen mit dabei sein könnte. Und ich würde vorschlagen, wir quatschen gar nicht so viel und hüpfen direkt ins Video. Essence. Lieben wir, kennen wir. Hat einen ganz, ganz großen Platz in unserem Herzen. Es gibt aber auch einen Online-Shop, genauso wie bei Catrice. Und dort sind manche Sachen in anderen Farben oder aber auch manche Produkte, die einfach keinen Platz in der Drogerie haben. Ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen zu, wann kommt das in die Drogerie? Warum ist sowas nicht in der Drogerie? Ich erkläre es euch gerne einmal kurz, soweit ich es von Marken gehört habe. Ich probiere euch ja immer so ein paar Informationen zu geben, dass ihr einfach diese Industrie auch hinter den Kulissen so ein bisschen mehr versteht. Diese Theken in den Drogerien, es gibt verschiedene. Es gibt eine halbe Meter Theke, es gibt eine 1 Meter Theke und eine 2 Meter Theke. Und das ist unterschiedlich, wie diese Theken bestückt sind. Und jeder Platz ist sehr präzise ausgewählt. Und einige Produkte müssen in der Theke sein, weil diese besser in das Gesamtsortiment dort passen und für einige Produkte ist einfach platztechnisch kein Platz. Wenn ich mir überlege, diese Palette beispielsweise braucht 20 cm, in diese 20 cm kann ich 2,5 Blushes reinstellen, die sich deutlich besser verkaufen werden als eine Palette. Das ist traurig, das ist wirklich doof. Ich verstehe es auch immer total, dass man da so ein bisschen enttäuscht ist, wenn man dann ein Produkt sieht, was einem gefällt, was es aber nicht in der Drogerie gibt, weil man möchte es ausprobieren, man möchte es irgendwie vielleicht mal swatchen. Aber Freunde, das ist meine Aufgabe. Schickt mir einfach einen Link bei Instagram, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir einen Brief, schickt mir eine Brieftaube mit Informationen zu dem Produkt und ich teste es für euch und ihr seht dann hier alles, was ihr sehen wollt. Wenn ihr auch ganz bestimmte Sachen sehen wollt, hey, kannst du diese Farbe ausprobieren aus der Palette, die interessiert mich, kannst du uns diese Farben swatchen, dann mache ich das. Das ist mein Job, Freunde. Wir haben sehr, sehr viele Sachen, ihr habt es gerade schon gesehen. Es gibt Pure Nude Baked Blushes. Die gab es schon mal. Ich glaube, es gibt auch einen in der Drogerie. Es gibt aber insgesamt 8 Farben. 8. Und ich blende euch hier einmal ein paar Swatches ein, sortiert nach Farben von 1 bis 8, glaube ich, habe ich hier. Und wir haben wirklich super, super spannende Farben mit dabei. Einige sind sehr schimmernd, andere sind matt. Aber es sind gebackene Produkte. Und gebackene Produkte haben bei mir persönlich natürlich auch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, weil sie nicht nur wunderschön optisch schon aussehen, sondern auch perfekt auf der Haut funktionieren. Gerade wenn ihr texturiertere Haut habt. Gerade wenn ihr dieses luxuriöse Finish haben wollt. Und diese gebackenen Produkte von Essence und Catrice sind sehr, 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 sehr oft Dupes zu teuren gebackenen Produkten, denn es gibt nur wenig Produktionsstätten in Europa, die das Ganze auch produzieren. Und die sind made in Italy, genauso wie beispielsweise Hourglass. Nur mal so als kleine süße Information am Rand, die werden wir gleich ausprobieren. Ich will euch aber vorher ein paar andere Sachen zeigen, damit wir währenddessen entscheiden können, was wir benutzen. Da habe ich mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe, die Peach Blossom Highlighter und Blush Palette. Es gab vor Jahren mal eine LE, da waren diese Blush Paletten mit drin, auch von Catrice, glaube ich. Super, super schöne Farben. Zwei Highlighter, einen etwas roséstichigeren und einen champagnerfarbenen, einen schimmernden Blush in einem Peach-Ton, einen matten Blush in Pink und einen so einen semi-matten, geht so ein bisschen in die Taupe-Richtung, auch sehr schön. Ich glaube, die will ich heute aber nicht benutzen, weil wir sehr, sehr viele andere Blushes haben und die sind wirklich famos, die Pure Nude Blushes. Wir tragen sie gleich mal auf.
Was ich ganz besonders schön finde bei den Pioneer Blushes ist die Farbvariation, weil halt wirklich super viele Farben mit dabei sind. Das heißt, jeder und jede, egal welche Hautfarbe ihr habt, findet den richtigen Ton. Wenn ihr sehr, 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 sehr hell seid, ist das hier vielleicht was für euch, die 05 Pretty Peach oder 01 Shimmery Rose, also sehr, 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 sehr hell. Die haben beide Schimmer mit drin. Wie gesagt, es gibt aber auch einige, die keinen zusätzlichen Schimmer mit drin haben. Oder ihr seid etwas dunkler. Dann habt ihr hier die Berry Cheeks 08 oder die 03 Gold Cassis. Das ist ein sehr, sehr spannender Ton, weil der so ein bisschen in die lilane Richtung geht und im Herbst bestimmt wundervoll aussieht. Ich möchte aber Tatsache den hier benutzen. Bold Heart. Bold Heart ist ein matt, ne? Also es ist kein zusätzlicher Schimmer mit drin. Aber gebackene Produkte sind nie wirklich matt, matt, sondern sie brauchen Feuchtigkeit und dann haben die kein Glitzer mit drin, aber die sehen auf der Haut einfach super frisch aus. Und dafür nehme ich jetzt auf der rechten Seite meines Gesichts die Farbe Bold Heart. Ich gehe nur ganz leicht rein. Die sind äußerst pigmentiert, sehr pigmentiert. Also schon so, dass es schon fast zu viel ist. Man muss es einfach nur wissen. Ich arbeite mir das kurz in die Hand ein und kann dann ganz leicht hier so ein bisschen raufstempeln. Und habe einfach einen wunderschönen Ton. Was ich ganz gut finde, die haben, glaube ich, 4,99 jeweils gekostet. Und ich glaube, ab 25 Euro zahlst du auch keinen Versand. Und, das war krass, ich habe vor 2 Monaten was für meine Oma bestellt. Sie schwört ja auf diese Essence Mousse Foundation. Die ist ja in der Drogerie auch oft ausverkauft. Und ich habe sehr, sehr lange darauf gewartet, weil natürlich die Lieferketten einfach beschädigt sind. Ich glaube, 3 Wochen habe ich gewartet. Jetzt habe ich hier dieses Paket bestellt. Ich habe morgens um 6 bestellt und am nächsten Tag um 9 war es da. Also richtig, richtig krass. Die Farbe ist wirklich schön. Ich baue sie mir jetzt hier mal ein bisschen auf und will aber noch eine andere Farbe benutzen und zwar die Shimmery Rose, die 1. Da nehme ich aber nur die Spitze meines Blushpinsels und setze mir die hier oben rüber und habe dann nochmal so einen kleinen schimmernden Verlauf. Da ist recht viel Schimmer auch drin. Ich mag das ja ganz gerne. Vor allen Dingen, wenn man hier so ein bisschen in die Augen mit reinblenden möchte oder einfach overall. Ne, mag ich ja auch sehr gerne. Für diesen Sonnenbrand-Look. Auf die Stirn ein bisschen, dann hast du nochmal so ein bisschen Glow. Wichtig bei gebackenen Produkten, benutzt immer ein Spray im Anschluss, weil die Produkte dann einfach nochmal die Feuchtigkeit aufnehmen und es macht so einen großen Unterschied. Wunderschöne Farbe, liebe ich sehr. Auf der anderen Seite, ich glaube, das ist tatsächlich meine Lieblingsfarbe, Berry Cheeks, weil sie so intensiv ist. Die hat auch einen Hauchschimmer mit drin und ist wahnsinnig pigmentiert. Und die setze ich mir hier mit hin. Ich fokussiere die dunkleren Farben ein bisschen weiter oben für so einen gelifteten Look und möchte aber noch eine etwas hellere Farbe, Pretty Peach, hier vorne mit reinsetzen und habe dann einfach so einen Gradient-Effekt. Und der hat Schimmer mit drin, das seht ihr. Ein bisschen auf die Nase, ein bisschen auf die Stirn. Hallo? Irgendjemand hatte mir geschrieben, dass die eigentlich für die USA gemacht wurden, und nicht für Deutschland, was ja völlig in Ordnung ist, aber sie trotzdem natürlich im deutschen Online-Shop gemacht sind. Deswegen sehr, 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 sehr gut. Ich will euch auch gleich noch mal ein Stückchen heran. Rutsch einmal mit dem Stuhl ein bisschen nach unten. Also die Blushes mag ich wirklich gerne. Sie sind so gut pigmentiert, dass man sie auch als Lidschatten benutzen kann. Ihr seht das, ne? Sie haben diesen Hauch. Sie halten sehr, sehr gut auf der Haut. Aber das nächste Produkt ist ein Game Changer gewesen von Essence. Und das ist das hier. Die Matte Bronzing Powder Palette. Sun Club Matte Bronzing Powder. Was für ein Name. Das sind 4 krasse Bronzer und die Verpackung ist richtig krass. Also es ist Papier, es sieht auch aus wie Kraftpapier, es ist aber kein Kraftpapier, es ist normal so beschichtet. Aber hier drin haben wir so einen Plastikeinleger und das macht das Ganze halt super, super hochwertig und schwer. Schon ein bisschen Bronzer drauf, wollte es euch aber trotzdem nochmal zeigen. Wir haben 4 Farben. 1, 2, 3, 4. Wirklich verschiedene Töne. Der erste ist mir persönlich ein bisschen zu hell. Der andere ist mir ein bisschen zu dunkel, aber ich bin ja auch ja nicht das Maß aller Dinge. Wirklich krass. Sie sind recht warm, das sind Bronzer, keine Contouring-Produkte. Und ich nehme dafür jetzt einfach diesen Pinsel und gehe nur ganz leicht. Ich habe natürlich schon ein bisschen was drauf. Hier mit rein. Klopf ab und kann das dann hier nochmal so ein bisschen reintupfen. Und ich finde, die vertragen sich sehr, 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 sehr gut mit den Blushes. Und du hast
Ich weiß, dass viele das total gerne mögen. Das hat meine Tante mir erzählt, dass sie das macht. Sie benutzt halt einen sehr, sehr warmen Bronzer als Blush und als Bronzer. Das ist halt so typisch Anfang der 2000er, der 90er, einfach hier hingesetzt. Und die sehen so wunderschön aus. Sie sind extrem pigmentiert. Auch hier die Formulierung. Und ich finde, das kann man Essence auch mal sagen. Essence, ne? Ich weiß, das ist ein bisschen groß für die Drogerie, aber die vier Farben einzeln in der Theke wäre natürlich cute. Sehr, sehr gut als Lidschattenpalette, gerade wenn man vielleicht unterwegs ist. Ne? Du hast einen kompletten matten Look. Funktioniert sehr, sehr gut damit, weil sie halt gerade so gut pigmentiert sind. Sehr, sehr schön. Ich sehe wirklich aus, als wäre ich gerade frisch aus dem Urlaub gekommen. Mag das gerne. Die Haut sieht toll aus. Die Haut sieht prall aus. Soll ich mir mal was auf die Lippen machen? Das sieht irgendwie so komisch aus heute hier. Ich benutze hier von Make-up Coach den Lippenkonturenstift in der Farbe Beste Freundin. Und gebe den so ein bisschen auf die komplette Lippe. Und dann kann man sehr, sehr gut mit diesen Baked Blushes einfach nur ein bisschen nehmen. Ins Zentrum. Für so ein bisschen Schein und ein bisschen Helligkeit. Das bleibt jetzt nicht so. Und ich nehme den Maybelline Lifter Gloss in der Farbe Moon. Wir haben noch was für die Augen. Zwei Paletten, Tatsache. Wir werden heute nur eine benutzen, weil die eine, ich finde sie persönlich zu langweilig, um sie jetzt hier in dem Video zu zeigen. Ich hatte schon mal eine getestet. Ich habe die damals aber nicht gesehen. Aber irgendwie kam sie mir bekannt vor. Das ist die You Give Me Butterflies Palette. Schönes Packaging mit Blumen und diesem Schmetterling. Innen drin ist sie auch süß. Wir haben viele, viele matte Farben und nur 1, 2, 3, 4 Schimmertöne. Aber wirklich alles von so ein bisschen Ockerfarben, perfekte Brauntöne, wärmere Brauntöne, kühlere Brauntöne, Orange, nudigere Farben. Also eine sehr, sehr alltagstaugliche Palette. Wirklich schön, wird dieselbe Textur haben wie alle anderen Essence-Lidschatten auch. Aber ich weiß es. Ich weiß es. Ja, ich weiß es. Die City-Paletten sind immer beliebt. Na? Bin ich schockiert, weil es gab ja eine City-Palette in der Drogerie zum letzten Update. Rio oder weiß ich nicht, die hatte aber eine andere Verpackung. Die kam in so ein Plastikding. Jetzt gibt es aber die Hello Beijing Eyeshadow Palette. Ich werde nicht up to date sein, ne? Die wird schon eine Weile geben. Aber so oft bin ich auch nicht im Essence Online-Shop. Die ist krass. Die schreit Herbst. Die schreit intensive Looks. Oder wenn du keine Lust hast, nimmst du einfach zwei Easy Töne, aber damit werden wir jetzt etwas wilder schminken. Es wird absolut nicht zu diesem Outfit passen. Es wird. Wobei. Es wird nicht zu diesem Outfit passen. Ja, aber da, wann hat jemals alles bei mir zusammengepasst? Die finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Die City-Paletten waren immer sehr beliebt, bis sie, glaube ich, diese Verpackung auch geändert hatten. Und dann haben sie mich irgendwie nicht mehr so angesprochen. Aber das ist halt wieder eine alte. Also eine alte Designpalette. Design ist sehr schön, fühlt sich gut an, ist sehr schwer und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matte und 1, 2, 3, 4, 5 schimmernde Töne mit verschiedenen Texturen. Und dafür starte ich erst mit einem großen fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Heaven. Das ist ein sehr, sehr schöner, nudiger Ton. Ja, so eine perfekte Transition Shade halt, ne? So die Alltagsfarbe. Und die setze ich mir erstmal hier grob recht hoch auch. Und recht wild hin, einfach dass ich schon mal so ein bisschen Grundlage hier habe und ein bisschen Farbe. Die ist sehr, 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 sehr zart. Das ist aber auch das Ziel von diesen Transition Shades, ne? Also dass sie nicht so übertrieben pigmentiert sind, sondern einfach, dass du ein bisschen Grundlage schaffen kannst. Das ist halt ähnlich wie so ein Knochenton. Ich weiß, dass viele auf diese Knochentöne Wert legen. Ich würde gerne jetzt auf eine Strandparty gehen, ne? Ich sehe ja so ein bisschen aus. Ich fühle mich, für einen Sonntag ist das gut. Wisst ihr, wie ich Sonntag sonst aussehe? Ich drehe sonntags eigentlich nie. Nie, weil ich einen Tag die Woche habe ich mir vorgenommen, möchte ich wirklich nicht drehen. Klappt sehr, sehr selten, aber ich drehe meistens keine Make-up-Videos, weil ich den ganzen Tag rumlaufe, wie Gott mich schuf. Nicht nackt, aber ohne Make-up. Heute nicht. Heute, und ich möchte gleich zur Gartenparty. Ist ein guter Sprung nach oben. Okay, die Farbe ist sehr, sehr schön. Ich verblende die gleich mit Temple. Temple ist so ein schönes Orange. Nehme erstmal ein bisschen und das die hier nur rüber. Aber die ist gut pigmentiert. Und zieh die. Was habe ich denn hier in den Augenbrauen? Was ist denn da los? Und zieh die hier hinten. Na, warum redet denn keiner mit mir? Wie sehe ich denn aus? Sag mal. Was ist passiert? Ich weiß schon, alle haben es geschrieben und ich habe es erst 10 Minuten später mitbekommen. Schönes Orange. Ich baue es mir auf in der Lidfalte und blende es hier hinten schon mal so ein bisschen raus.
Ich mag das ja gerne, wenn der Lidschatten sich mit dem Blush dann küsst da hinten. Aber ich muss euch ja auch mal zeigen, dass ich immer noch bunte Looks schminken kann. Das hatte ich neulich gelesen. Ja, Maxim. Lidschatten war auch mal dein Ding, ne? Und da dachte ich so, true. Ich habe lange keine Lidschatten mehr benutzt. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich oder dass die Industrie sich auch komplett so ein bisschen geändert hat. Ne? Es ist alles mehr auf die Haut gegangen. Es ist mehr Skincare. Und das finde ich auch in Ordnung. Aber wenn da mal eine krasse Lidschattenpalette rauskommt, dann benutzen wir die. Sehr, 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 sehr schöne Farbe. Ließ sich gut verblenden, Tatsache. Sie ist nicht so boom-orange, sondern das ist so ein schönes herbstliches Orange. Mag ich ganz gerne. Und jetzt gehen wir mit dem etwas flacheren Blendepinsel, der ist so ein bisschen schmaler, in die Farbe Blessed, dieses Rot. Und da lade ich das Produkt sehr, sehr gut auf, klopfe einmal so nach unten, dass das Pigment in den Pinsel kommt. Und das blende ich jetzt erstmal nur leicht in das Orange. Ich berühre meine Haut kaum und baue mir die Farbe auf. Ich möchte, dass das Rot eigentlich die intensive Farbe des Make-ups wird. Und nehme wieder den Pinsel von eben und kann dann die Farben verblenden. Das habe ich wirklich von Pro-Make-up-Artists gelernt, dass sie mit mehreren Pinseln arbeiten. Da macht es das Ganze deutlich, deutlich schöner. Und dann baue ich mir die Farbe weiter auf. Okay, wir nehmen denselben roten Pinsel, weil da noch ein bisschen Rot dran ist, und gehe in die Farbe Historical. Der sieht sehr pigmentiert aus, deswegen bin ich ganz vorsichtig und tupfe den erstmal nur hier außen hin. Ziehe ich mir das einfach hier in die Crease mit rein, um das Ganze so ein bisschen zu schattieren. Und habe schon einen echt krassen Look. Dem Großen blende ich hier hinten einfach nur hoch. Ich will Tatsache diese dunkle Farbe gar nicht so weit vorne haben. Dem nochmal ein bisschen Temple, das Orange. Und blende mir das hier hin und muss sagen, ich lieb's. Ich nehme aus meinem Pinselset die Nummer 2 und ziehe mir eine Cut Crease mit Palace. Die ist sehr, sehr weich. Die ist so ein bisschen flaky, ne? Man muss ein bisschen aufpassen. Und außen gehe ich in Dazzling. Was für ein phänomenaler Look ist das bitte. Super, super schön. Ich finde ihn jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht zu viel. Du kannst natürlich jetzt noch eine Lash mit drauf geben. Dann hast du natürlich noch ein bisschen mehr Effekt. Ist fast ein Full Face Essence, ne? Was soll ich sagen? Es ist es definitiv wert, online mal in den Online-Shop zu schauen. Freunde, ich bin sehr gespannt, wie euch dieser Look gefällt. Vielleicht habt ihr ja einige der Produkte schon zu Hause. Ich habe schon gesehen, dass viele die Blushes schon bestellt haben. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Und schreibt mir gerne eure Meinung für Online-Shops in die Kommentare. Wir sehen uns hier ganz, ganz, ganz bald wieder. Ich hab euch lieb, ich drück euch, habt einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal.